auch zum Teil schon mit der Corona-Krise, aber was auch schon vorher in der Debatte war und wo dann auch interessanterweise digitale Unternehmen schon mit aufgesprungen sind, ist die Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen. Also es wird ja dann irgendwie, muss diese Gesellschaft sich verständigen, dass sie diejenigen, die von den digitalen Geräten verdrängt werden vom Arbeitsmarkt, dass die irgendwas anderes, die müssen ja irgendein Einkommen kriegen. Das heißt, dann kriegen die zumindest erstmal Geld und dann wird das sicherlich für einige hochattraktiv sein, weil sie dann das machen können, was sie eigentlich schon immer machen wollten. Aber es werden auch welche dabei sein, die das ganze Leben lang noch nie gerne tätig waren. Und da komme ich jetzt zur Schule und das sind diejenigen, die schon aus der Schule rauskommen und null Bock aufs Lernen haben, null Bock auf Schule haben, null Bock haben, irgendwann einen Beruf zu erlernen. Und die haben ihre angeborene Entdeckerfreude und Gestaltungslust so nachhaltig verloren, dass die tatsächlich dann nur noch einen Beruf erlernen und einen Beruf ausüben, um damit Geld zu verdienen. Und dann verrichten sie aber auch Tätigkeiten, die so schön aufschreibbar sind und nachprüfbar sind. Deshalb sind sie ersetzbar, nicht nur durch andere Menschen, sondern über kurz oder lang eben von Robotern und Automaten. Und dann sind sie draußen. Und dann sieht es schlecht aus. Wenn man dann nicht gelernt hat, Gestalter seines eigenen Lebens zu sein, dann hat man ein Riesenproblem. Ja, ich will das jetzt nicht zu Ende ausführen, aber wahrscheinlich wird es eben sehr viele Menschen geben, die sich dann so eine Videobrille, so eine VR-Brille besorgen und sich dann aufs Sofa setzen und dann virtuell den Rest ihres Lebens verbringen.